In diesem Video will ich euch mal erklären, warum ich mir keins der neueren MacBook-Modelle kaufen will, sondern mein MacBook Pro 13 Zoll aus dem Jahre 2012 weiterverwenden werde. Viel Spaß! Ich habe ja als Hauptrechner, über den ich auch schon mal ein Video gemacht habe, einen Hackintosh, das findet ihr da oben mal verlinkt. Und deswegen nutze ich mein MacBook nur, wenn ich unterwegs bin. Deswegen brauche ich natürlich nicht so viel Leistung. Da betreibe ich dann aber auch manchmal schon 4K-Videoschnitt oder bearbeite Bilder in Lightroom. Und deswegen ist zu wenig Leistung natürlich auch schlecht. Deswegen habe ich mein altes MacBook ein wenig aufgerüstet. Ich habe die alte HDD ausgebaut und habe eine SSD eingebaut. Die findet ihr unten mal verlinkt, falls ihr wissen wollt, welche das ist. Und auch eine Anleitung dazu, wie das bei meinem MacBook geht. Das Ganze ist nicht sonderlich schwierig, man braucht nur die passenden Schraubenzieher dafür. Schon beim ersten Start habe ich einen deutlichen Unterschied gemerkt, nämlich bootet mein MacBook jetzt ca. 40 Sekunden schneller. Natürlich immer noch nicht in Rekordzeit, ich meine, es ist von 2012, aber für mich als Zweitrechner vollkommen akzeptable Werte. Alles in allem würde ich sagen, dass 140 Euro, die ich jetzt circa für diese SSD ausgegeben habe, eine Top-Investition sind, da ich mir so das Geld für ein neues MacBook, was bestimmt mehrere tausend Euro gekostet hätte, gespart habe. Und wie gesagt, ich komme so mit der Leistung gut zurecht. Und ich würde auch euch raten, jedem, der in seinem PC noch eine alte HDD verbaut hat, kauft euch eine SSD, das Geld ist es wert und ihr werdet deutliche Performance-Unterschiede merken. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr noch eine HDD nutzt oder ob ihr eine SSD in eurem System verbaut habt und wie euch dieses Video so gefallen hat, ob ihr öfters solche, ich nenne es jetzt mal Laber-Videos haben wollt und dann gebt noch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video.